Willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo, es gibt jetzt ein Food Diary. Und zwar dachte ich mir so, ich zeige euch mal, was ich die nächsten Tage so esse, weil ich glaube, das ist immer sehr, sehr viel interessiert. Und mich fragen immer alle so, was machst du an Sport in der Woche? Was kann man zu Hause machen? Was kann man zwischendurch machen? Und so weiter und so fort. Und in diesem Video dachte ich mir so, ich zeige euch mal, was ich esse, damit wir mal so ein bisschen anfangen mit What I do in a week. Ich war jedenfalls gerade einkaufen. Ich habe nicht so viel geholt, aber ich habe gesehen, ich habe zum Frühstücken gar nichts. Und deswegen habe ich so ein paar Kleinigkeiten geholt, die ich euch ganz kurz zeige. Das ist etwas, was ich immer zu Hause habe. Ich liebe diese Kelloggs. Ich kann sie jeden Tag einfach schnell essen, wenn du nicht so viel Zeit hast und trotzdem frühstücken möchtest. Dann habe ich noch Brunch mitgenommen. Hier ist noch ein Smoothie und zwar ein Orange Mango Maracuja. Trink sowas auch nicht jeden Tag. Hier ist noch ein Good Vibes Hanf Smoothie. Da ist tatsächlich auch irgendwas mit Hanf drin. Hanfsamenextrakt 0,1. Dann einmal Mini Mozzarella, Lachs, Salami und Putenbrust. Pink Flamingo Smoothie. Das ist halt sowas, was ich zwischendurch trinken kann, wenn ich zum Beispiel Hunger habe und nichts essen möchte. Oder keine Zeit habe zu essen oder keine Zeit habe was zu holen oder keinen Bock habe was zu kochen. Dann habe ich Eier mitgenommen. Ich habe die noch nicht ausprobiert, wollte es aber mal testen. Die heißen Matzen, das ideale Brot für leichte Kost. Und da ich noch so ein bisschen geschwächt bin mit meinem Bauch und noch nicht so richtig Brot essen möchte, ich habe so einen leichten Virus in der Türkei gehabt, habe ich so versucht, irgendwas Gesundes zu holen. Und das ist ohne Zucker, ohne Salz, ohne Fett, ohne Hefe. Also ohne Zugabe von Zucker, ne? Aber ich habe dann hier hinten nochmal geguckt und das sah alles ganz human aus. Einmal hier diesen Aufstrich. Dann Ricotta-Käse mitgenommen. Der ist sehr, sehr leicht, hat wenige Kilokalorien und liegt auch nicht so schwer im Magen wie so ein normaler Käse. Falls mir das eine Brot nicht schmeckt, habe ich noch hier dieses Roggenvollkornbrot mitgenommen. Zwei Limetten. Ich habe früher sehr, sehr oft einfach so Wasser gemacht mit Zitrone oder je nachdem, was ich da hatte, Limetten und sowas. Und heute werde ich wieder so ein Wasser machen. Zitronen sind sehr, sehr gesund in eurem Getränk. Sie stärken euer Bindegewebe, detoxen euren Körper. Ihr könnt natürlich auch Basilikum und noch so andere Sachen mit reinmachen. Aber habe ich jetzt nicht da, wollte ich jetzt nicht extra für ein Dings kaufen, wenn ich es danach nicht benutze, weil Basilikum bei mir immer sehr schnell kaputt geht. Aber wir machen jetzt einmal erstmal das Getränk, bevor ich euch hier langweilig zu Tode laber. Ich habe mal von Kiehl's diese Flasche hier bekommen. Die hat hier noch so ein Dings hier drumherum. Da werde ich einfach dieses Wasser jetzt reinmachen und dann nimmt man sich einfach vor, das ganze Ding auszutrinken. So kann man sich so ein bisschen zwingen, wenn man wenig trinkt, mehr am Tag zu trinken, indem man sein Wasser so ein bisschen, ich würde mal sagen, verschönert. Wenn ihr das mit Schale reinschmeißt, übrigens Leute, achtet bitte, bitte darauf, dass das Bio-Ware ist, die ich aber nochmal richtig sauber mache. So, jetzt ist es so Instagrammable geworden. So, ich habe jetzt mal kurz das Brot ausgepackt und zwar dieses hier. Ich werde das mal probieren. Schmeckt so ein bisschen wie so ein Fladenbrot oder so. Alright, dann gucken wir mal, was wir daraus zaubern können, ne? Das schmeckt richtig lecker. Schmeckt nach Tomate, Basilikum. Rind. Und hier, unten drunter ist Brunch und hier auch Rind. Und hier ist Putenbrust und unten drunter ist dieses Tomatenpesto. Und dann habe ich hier ein bisschen Camembert und mein Wasser. Ich habe jetzt gerade eins von den dreien gegessen, von diesen Broten. Und auch mit Aufstrich und so weiter. Finde ich sehr lecker, schmeckt sehr leicht. Und ich glaube, wenn man so fit sein will oder abnehmen möchte, ich glaube, dann ist das vielleicht eine ganz gute Option. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich bin schon wieder gegen irgendwas allergisch. Ich glaube, es ist die Tomate, die gerade auf meinem Brot war. Und deswegen rufe ich jetzt bei einem Arzt an, in dieser Gelegenheit, um mich selbst zu zwingen vor der Kamera. Und mach mir einen Termin zur Eigenbluttherapie. Termin ist eingetragen. Also Ende August gehe ich dann mal dahin. Wir haben einen kleinen Besucher hier. Maya hat einen Hund mitgebracht. Und zwar ist es San Pellegrino. Das ist so ein Wasser mit Zitrone. So schmeckt das, wie so Zitronensäure, ziemlich verdünnt. Schmeckt okay. Ich wollte euch das nur zeigen, weil ich eigentlich nur an süßen Getränken, so Cola Zero oder so, trinke. Das war es auch schon, sonst trinke ich nur Wasser. So, wir sind jetzt bei Kurteil. Maya und ich. Wir haben einmal, was hast du, gebratenen Reis mit Tofu? Yes. Ich habe Bandnudeln mit Hähnchen genommen. Ich bin jetzt bei Freunden zu Besuch und die Mama hat Essen gemacht. Mamas machen immer das beste Essen der Welt. Das ist so ein Reiseintopf, da ist Fleisch drin. Hier ist selbstgemachter Joghurt. Und hier sind so Zucchini, Kartoffeln, Gemüse. Ist aber nicht scharf. Das ist Abendessen.
Willkommen zu Tag 2. Ich war heute zu meiner Mama, ganz spontan, nur heute hin und zurück. Ich habe mir jetzt Cornflakes gemacht, deswegen ich habe jetzt nicht so viel Zeit und auch keine Lust, mir ein riesen Frühstück zu machen, dann hier alles aufzuräumen. Ich habe hier 1,8% frische Milch genommen. Ich habe es schon mit Hafermilch probiert, aber der schmeckt mir tatsächlich nur im Kaffee. So, ich habe noch einen Tee gemacht und zwar, ich finde die richtig gut, Leute. Das sind von Yogi, die Tees. Das ist der Glückstee, ayurvedische Kräutermischung mit Zimthopfen und Orangenschale. So, ich bin in Baden-Baden bei meiner Mama angekommen. Wir sind bei Sultan, falls ihr das nicht kennt. Das ist in Baden-Baden ein ganz neues Restaurant, so ein Syrer. Schmeckt sehr lecker. Das ist jetzt einmal so wie also Reis mit verschiedenen Gewürzen und da ist Lammfleisch drauf. Das kommt mit Joghurt. Lara hat so ein Hähnchen mit Pommes. Schmeckt. Mhm. Und Mama hat Pommes. Da ist so ein bisschen Gemüse drin, aber eigentlich vegetarisch. Genau, so sieht's aus. So, es ist jetzt 1 Uhr oder so. Ich habe auch nichts mehr gegessen, außer ich habe noch einen Milchshake zur Hälfte getrunken. Und danach hat meine Mama gesagt, dass der nach erbrochenem schmeckt. Und ich habe ihn nicht mehr getrunken. Da habe ich meiner Schwester gegeben, sie hat dann den ausgetrunken. Habe nur noch viel Wasser getrunken und gehe jetzt schlafen. Ich bin gerade bei Karl Hermanns, das ist auf der Fendorfer Straße in Ehrenfeld in Köln. Und es ist ein ganz bekannter Burgerladen. Der hat richtig, richtig leckere Burger. So sieht das hier aber aus. Richtig schön. Der hat gerade was empfohlen. Das hat Pastami-Salat. Das ist das Rind. Frisch gewolft, ohne Antibiotika, ohne Wachstumshormone. Ja, ist also auch sehr, sehr gutes Fleisch, was es hier zu essen gibt. Ich habe die besten Pommes meines Lebens. Das sind wohl Bio-Pommes. Das ist eine unfassbar leckere Aioli-Soße. Und man kann hier die Pommes kostenlos nachbestellen. Leute, ich bezahle hier ganz normal. Ich bekomme das nicht geschenkt oder so und sage das deswegen. Was sind die besten Pommes meines Lebens? So, das ist jetzt der Burger. Der kam jetzt auch sehr, sehr schnell. Rind mit Pastrama, Cheese, saure Gurken. Ich verhungere gleich. Das schmeckt, glaube ich, unnormal, aber lass uns probieren. Sehr lecker. Aber man braucht Besteck auf jeden Fall. Ich platze. Wirklich. Was habe ich gemacht? Noch eine Pommes bestellt. Ich habe mir wieder diese Luftbrote da genommen und die wieder einfach belegt. Dann habe ich meinen Tee gemacht. Das ist wieder dieser Yogi-Tee, dieser Glück-Tee. Und da mache ich noch ein bisschen Zitrone rein. Ich mache übrigens auch ungern, außer in Schwarztee, Zucker in einen Tee rein. Ich war jetzt einkaufen für das Mittagessen. Ich werde einen Eintopf machen und euch zeigen, wie ich ihn mache. Der Salat ist für später. Ich habe Lauch gekauft, Tomaten gekauft, Minze gekauft. Das hatte ich schon da. Für diesen Eintopf nehme ich diesen Reis hier. Normalerweise nehme ich den nicht so gerne. Dann Brot, Knoblauch, Hähnchenbrühe, Gemüse-Dings ist mir ausgegangen. Und Kichererbsen und Sojasauce. Und als erstes putze ich mal die Lauchzwiebeln. Und schneide die in dünne Ringe. So, ich habe jetzt den Lauch geschnitten und geputzt. Jetzt kommt der Knoblauch. So, da ist jetzt Hackfleisch drin, der Lauch und die Karotten. Also ich habe erstmal zur Erklärung das Hackfleisch angebraten, aber auch wirklich wenig. Und danach eben das andere dazugegeben und wende das jetzt so ein bisschen hin und her. Jetzt könnt ihr Hähnchenfond oder Gemüsefond oder Rinderfond, wie auch immer, dazugeben. Ich habe übrigens halb Hähnchen, halb Gemüsefond reingegeben und jetzt mache ich noch Kichererbsen rein, weil ich voll Lust auf die habe. Dann etwa 3 Esslöffel Sojasauce. Ich schätze das einfach immer ab. Ein bisschen Ingwer. Ich nehme jetzt einfach Pulver, ich hatte jetzt kein Ingwer mehr da. Und ein kleines bisschen Chili. So sieht das aus. Jetzt lasse ich das ganze 10 Minuten köcheln, dann gebe ich noch den Reis dazu und dann ist es fertig. Übrigens, ich habe mir am Wochenende erlaubt, eine Cola zu trinken. Ich habe früher jeden Tag fast Cola Zero getrunken oder Cola Light. Jetzt habe ich das komplett abgestellt, trinke eigentlich nur Wasser den ganzen Tag und trinke dann freitags oder samstags mal eine Cola Zero. Jetzt kommt noch ein bisschen von dem Expressreis dazu. Und jetzt lasse ich das Ganze noch mal 10 Minuten. Ich denke, das müsste reichen. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Limette rein, ein paar Minzblätter und dann ist es ready. Übrigens, bevor ich Minze reinmache, drücke ich die immer so ein bisschen, damit sich die Aromen auch richtig lösen. Tada!
Ready! Ich dachte eigentlich, dass ich heute Abend noch ein bisschen was kochen werde. Allerdings ist es jetzt schon 4 Uhr. Ich treffe mich heute Abend mit Gösse und wir gehen einen Salat essen. Ihr seht, ich habe ein sehr unregelmäßiges Essverhalten. Also ich habe relativ viel Stress in letzter Zeit, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe. Es ist kein negativer Stress, aber wir hatten auch leider einen nicht so schönen Fall in der Familie. Und das hat mir auch so ein bisschen zum Beispiel gestern den Appetit genommen, wisst ihr? Also so, dass ich den ganzen Tag bis 16 Uhr nichts gegessen habe, dann 16 Uhr einen Burger gegessen habe und dann also gar nichts mehr. Das passiert eigentlich sehr selten. Aber ich bin wirklich so ein Mensch, der eigentlich sehr gerne kocht und sehr gerne zu Hause essen isst und nicht so gerne draußen ist, was dieses Mal nicht so krass möglich war. Aber ich habe mein Bestes gegeben, die Dinge zu essen, die nicht so ganz so ungesund sind. Also ich achte schon darauf, dass es nicht immer frittiert ist und sowas, außer es sind jetzt Pommes. Also man kann auch nicht sich so komplett einschränken. Aber wie ihr zum Beispiel gesehen habt, ich habe fast gar nichts Süßes gegessen in der ganzen Zeit. Und das ist eigentlich auch so im letzten halben Jahr normal. Ich habe kein Verlangen mehr so krass wie damals zu Süßigkeiten. Damals konnte ich gar nicht darauf verzichten. Jetzt haue ich einmal im Monat so ein bisschen rein, aber das war es auch schon. Ich würde euch auch gerne mal so eine Routine machen, was ich an Sport mache zu Hause. Ich glaube, das ist ganz cool, so zu zeigen, was man zu Hause an Sport macht. Ich werde nächste Woche ein Video hochladen mit, was ich die ganze Woche getragen habe. Das habe ich auch die ganze Zeit parallel gefilmt. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß daran. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video und danach wird die Routine so sein, dass Dienstags, genau, am Dienstag sehen wir uns zu einem neuen Video. Also dienstags und freitags kommen jetzt meine Videos online. Ich habe ja gesagt, ich mache nur noch 2 in der Woche und habe mich jetzt für Dienstag und Freitag entschieden und halte gerade so den Arm fest, weil die Kamera ultra schwer geworden ist. Also wir sehen uns dann am Dienstag. Bis dann. Tschüssi.